Mmh, Erdbeer. Na, na, na. Da muss ich gleich einen Riegel vorschieben. Einen Riegel reinschieben? Gib das her. Die sind für unsere Erdbeer-Joghurt-Riegel. Fang an. Fertig. Kann ich jetzt eine... Nein! Au. Melissa, mach den Genuss zum Sommer in diese Riegelform. Sehr schön. Schmeckst du auch nach Erdbeer und Joghurt? Ja. Gut, dann machen wir dich jetzt in Erdbeer-Joghurt-Riegelform und damit herzlich willkommen. Wie fandest du diese Anmoderation? Hervorragend. Perfekt, dann legen wir jetzt los mit Schokolade hacken. Wir machen jetzt erstmal zwei Wasserbäder und da schmelzen wir einmal Zartbitterkuvertüre und Vollmilchkuvertüre. Ja, ich bringe schon mal das dritte Brettchen auch für später mit, weil da kommt dann noch weiße Schokolade dazu. Aber wir wollen ja nicht vorausgreifen. Fang an mit Zartbitter. Zartbitter zu Boden. Zartbitterschokolade ist ja auch, wie jeder weiß, die Königsschokolade. Ist so. Team Zartbitter. Je. Zartbitter. Egal. Seid ihr auch Team Zartbitterschokolade? Schreibt es in die Kommentare und wenn nicht... Shame on you. Nein, das ist okay. Ihr könnt dann auch reinschreiben, Team weiße Schokolade. Nee, das finde ich nicht okay. Also Melissa findet es okay. Ich finde es nicht okay. Ich messe die Qualität einer Eisdiele an ihrem Schokoeis. Oh. Machst du schlechtes Schokoeis, machst du kein gutes Eis. Bilden mit Felix. Oh, du hilfst sogar mit. Ja. Ich war jetzt eigentlich so schon so im Modus, ich muss das jetzt alles hacken. Nee, ist okay. Danke. Schoki ist gehackt. Gehackt? Gehackt. Gehackt, hast du ihr Passwort rausgefunden? Jawohl. Es ist Schoki 9000. So. Auch wenn es noch ein bisschen Zeit braucht, ich hack einfach jetzt auch schon mal die weiße Schokolade. Lassen wir das mal schmelzen. Ja, dann warten wir mal kurz. Okay, Schokolade ist geschmolzen und wir fangen jetzt an zu pinseln. Ja, als erstes mit der Vollmilchschokolade. Pinseln macht dir ja auch Spaß, direkt versaut. Direkt. Alles voll gesaut. Und weil die hier so riesig sind, wollten wir eigentlich nur vier machen. Jetzt machen wir alles Spaß. Ich bereite einfach nur vor, du machst die Feinarbeit. Mhm. Wir hätten einfach davor schon welche machen sollen, die wir währenddessen essen. Zum Beispiel unsere leckeren Peanut Butter Cups. Mhm, stimmt. Und wir haben auch welche mit Kokos gemacht, oder? Mhm. Auch sehr smacky. Ja. Bei Pinseln kriege ich direkt Kunstunterricht, Anxiety. War der so schlimm? Ja. Oh. Felix, das ist scheiße, was du machst. Ja, ich weiß, lassen Sie mich gehen. Nein. Ich finde auch so Fächer wie Sport, Kunst und Musik sollten einfach nur nach Anwesenheit bewertet werden. Oder hat sich Mühe gegeben? Du hast dich jetzt auf 5 geeinigt? Ja. Erstmal. Okay, so. Ja. Das kommt jetzt hier erstmal in den Tiefkühler, wird hart und dann machen wir noch eine Schicht. Das ist jetzt durchgekühlt und jetzt kommt noch eine Schicht Zartbitter. Ja, ist ein bisschen bastelig heute. Und du so, yay, yeah. Und ich so, nee. Ich grundiere. Oder ich mach das fertig und du kümmerst dich schon mal um die Füllung. Was hältst du davon? Na gut, ich mach dann jetzt die Füllung. Ja. Das heißt, einmal schmelzen wir jetzt die weiße Schokolade. Und weiße Schokolade ist immer so ein bisschen zickig, möchte man sagen. Bisschen Konzentration, es geht ja schließlich um Schokoriegel. Ist so. Um Erdbeer-Joghurt-Schokoriegel, ja. Bitte. Wo ich lustigerweise richtig viele Leute kenne, die Schokolade und Früchte zusammen nicht mögen. Was? Ja, ich finde das mega geil. Ich auch. Erdbeer-Schokolade, einer meiner Favorites. Voll. Ich hatte auch früher so eine Phase, das finden wieder, nee, es gibt genug Leute, die es auch geil finden, wo ich immer mit Absicht Orangensaft getrunken habe und danach Schokocreme gegessen. Und ich fand es so geil. Erdbeeren, gefroren, weil wir haben ja hier eine kalte Geschichte. Ja. Das heißt, die machen wir erstmal auf. Aber trotz alledem müssen die ein bisschen klein gehackt werden. Das war viel zu viel. Das schneiden wir jetzt in Stücke. In kleine, feine. Erdbeeren sind fertig. Schokolade ist auch fertig geschmolzen. Perfekt, dann hole ich eine andere Schüssel, um zusammenzubringen, was zusammengehört. Und zwar einmal Joghurt, denn es sind ja Erdbeer-Joghurt-Schokoriegel. Es wird auch immer länger. Umso länger
wir hier machen, umso länger wird der Name. Erdbeer-Joghurt-Yum-Tam-Tam-Schokoriegel. Ja, Schokolade ist auch geschmolzen. Geil, dann gib mal. Gib mal. Geht das? Soll ich noch ein bisschen dir entgegenkommen? Danke, kurze Arme. Damit ist die Füllung auch schon fertig. Jetzt müssen wir warten, bis die Riegel soweit sind. Ja, und dann können wir schon befüllen. Krass. Die Riegel sind zurück. Und ich schaufe jetzt Erdbeeren rein. Und ich Joghurt. Wenn ihr kleinere Formen habt, dann könnt ihr auf jeden Fall einen Spritzbeutel nehmen. Aber wir haben jetzt, damit wir auch alle satt werden, von Schokoriegeln. Hm, das bist du. Ja, eine große Form genommen. Das hast du ausgezeichnet getan. Oder? Noch ein bisschen rütteln, damit es in alle Eckchen geht. And now geht das wieder in den Gefrierer. Ja. So, die haben jetzt kurz gekühlt und jetzt wird versiegelt mit Schokolade. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Wir sind ja auch Schokoriegel. Ist so. Ja, ihr macht jetzt halt zu. Das dauert ein bisschen. Ich erzähle euch einfach in der Zwischenzeit eine Geschichte. Vor 3 Monaten, da war ich neulich irgendwo und dann war ich woanders und dann war ich dann doch nicht mehr da, aber cut, irgendwann cut, gab's... Cut. Wir haben jetzt alle noch vorhandenen Schokoriegel auf unseren Teller gemacht. Weil 1,5 auf einmal weg waren. Ich weiß gar nicht, warum. Ich auch nicht. Ich möchte jetzt aber auch einen haben. Deswegen hole ich jetzt auch einen auf den Teller. Ich möchte ja keine Kameramänner hier angucken. Aber das müssen wir, weil das machen wir so, wenn wir vor der Kamera stehen. Naja, anyhow. Okay, richtig rein? Ja, klar. Geil. Geil. Gecrackt. Wenn ihr die Riegel kleiner macht, dann könnt ihr die auch so in die Hand nehmen. Aber wir haben uns halt die Big Boys gemacht. Ja. Big Boys and Girls und alles deswegen. Fresh. Sehr erfrischend, actually. Sehr erfrischend. Macht Spaß. Auch nicht so süß, weil es ja Joghurt ist. Mhm. Leichte Säure hilft auch dazwischen. Mhm. Mhm. Gut. Lecker. Ich kann mir richtig vorstellen, wie ich mir davon an einem 35 Grad heißen Sommertag 3 Stück davon reinknalle. Also quasi jetzt. Ja. Perfekt, dann lass uns das doch machen. Und während wir uns die jetzt reingönnen, könnt ihr die entweder nachmachen oder aber noch ein paar andere gute Rezepte von uns anschauen, wie die Brezelsnacks. Oder Karamell-Schokoriegel. Mmh. Apropos, rein in mein Maul und ihr rein in die Rezepte. Tschüss. Tschüss.